Ja, und damit willkommen zurück. Let's Play Minecraft. Folge, ich meine, 38 muss es sein. Nee, Quatsch. 40? Alter, 40? Ich schaue gerade mal eben. Moment, ich bin nämlich gerade auch parallel bei YouTube, weil ich gerade noch ein paar Kommentare gelesen habe. Tatsache, wir sind bei Folge 40. Ist ja unfassbar. 40 Folgen schon, meine Güte, was haben wir denn, Alter, was haben wir denn alles erlebt und, oh mein Gott, was wir, meine Güte, kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, was wir alles schon hier fleißig hier erlebt haben. Jetzt muss ich mal schauen, haben wir Kohle? Nein, Kohle, doch haben wir. Wir haben Kohle ein wenig da, weil ich ein wenig das, Kohle haben wir ja auch schon drin im Ofen, ja, ist ja supi. Ein wenig Grillfleisch machen. Wir haben in der letzten Folge haben wir ja die Mine gefunden und ich bin schwer begeistert, was für tolle Sachen wir auch schon in dieser ganzen Season erlebt haben. Ich weiß auch noch gar nicht, wie lange diese Season überhaupt generell jetzt geht. Also wie lange die Season 1 läuft, kann ich noch gar nicht absehen. Denn, ja, wir werden erstmal noch ein bisschen spielen. Wir haben ja noch. Haben wir noch ein bisschen Zeit? So ist es ja nicht. Ich weiß doch noch gar nicht, wann genau und wie ich das, wie gesagt, enden lassen möchte. So. Jetzt werde ich mal schauen. Stickies haben wir. Kann ich mir denn mit dem Diamanten. Reicht das schon? Kann ich mir damit eine Diamantspitzhacke machen? Schau mal eben. Ja! Geil! Cool, wir haben eine Diamantspitzhacke. Ich werde bekloppt. Alter Schwede. Die werde ich natürlich erst später nutzen. So. Stickies werde ich auch ablegen. Obwohl, wir könnten eigentlich mal. Warte mal. Können wir uns da die Hälfte nehmen oder so? Ja. Nochmal ein paar Fackeln bauen. Mal eben auf die Schnelle. Ja, 45 dürfen erstmal reichen. So, das ist ja, wir sind ja hier momentan noch in unserer Zwischenbehausung. Und wir haben in der letzten Folge, haben wir Nacht. Oder wird es Nacht? Ich weiß gar nicht. Ich glaube es. Entschuldigung. Oh, das Schwert ist kaputt gegangen. Oh. Dann müssen wir auch mal demnächst mal schauen, dass wir mal das Schwert mal Neues ins Bauen, aber wir haben ja noch genug. So, Tür zu, darf keiner rein. Wird es jetzt. Ist es Tag oder? Ich glaube, es ist Tag, ne? So, wir haben ja. Ihr erinnert euch, genau. Wir haben die Mine gefunden und haben uns eine riesige. Okay. Haben uns eine riesige. Ich glaube, ich werde die Musik noch mal ein bisschen lauter machen. Ist mir noch ein bisschen. Ich hatte ein bisschen was umgestellt gehabt wegen dem Stream und so. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Einstellung, Audio. Ich hatte ein bisschen was. Umgestellt gehabt wegen Stream und so. Und weil wir auch, oder beziehungsweise Privat-Gameplay-mäßig wegen unserer Creative-Welt, da hinten läuft ein Skelett, der fängt jetzt an zu brennen, sehr schön. Ja, genau, ich wollte ja hier noch ein bisschen weiterbauen. Unseren Eingang. Ich wollte den ja noch weiter umzäunen. Das heißt, wir brauchen noch ein bisschen Holz. Das heißt, ich werde mal Holz. Entschuldigung. Ich habe immer Hunger auf Schweinefleisch. Schweinefleisch! Schweinefleisch! Oh. Oh. Was machen die da unterm Baum? Achso, die stehen im Schatten, ne? Stimmt ja, da war ja was. So, da gehen wir halt hier Holz hacken. Meine Güte, ist ja kein Dingen. Entschuldigung. Was? Wer wo? Weiter geht's. So, dann werden wir nämlich noch ein paar Zäune bauen, denn wie gesagt, ich möchte ja da ein bisschen weiter bauen, ausbauen, da diesen Rand. Da sind ja nur ein paar Zäune, die wir da noch hin klatschen müssen. Ein paar Bäume klatschen. Klatschen, klatschen, wir klatschen in die Hände. Klatschen in die Hände. Es ist immer so ein bisschen, ich weiß, viele, die vielleicht generell so Survival Games nicht mögen oder Minecraft nicht mögen. Ich weiß, es ist ein bisschen öde, manchmal zuzugucken mit diesem, weil man muss ja ein bisschen farmen. Das ist ja nun mal so. Das bleibt ja nicht aus in diesem Spiel. Und
Entschuldigung, aber ich hab Hunger. Ich hab Hunger. Bleib hier! Bleib hier! So. Und da muss man das ja machen. Für die, die es kennen, die wissen ja, wovon ich rede. Ich weiß, es ist jetzt nicht so interessant, aber. Entschuldigung. Ist mir irgendwas im Hals geflogen. Die das Spiel kennen, die wissen, wovon ich rede, denn die kennen das selber und wir sind ja gar nicht so schlecht ausgerüstet. Das heißt, es geht ja zügiger. Ne, wenn wir jetzt noch ziemlich am Anfang wären, wenn ich überlege, boah, die erste Episode. Ich glaube, so die ersten paar Minuten sind sowieso immer das Schlimmste vom Spiel und auch so im Let's Play dann. So, es wird Nacht, das ist sehr schön. Wir haben ein bisschen Holz. Das heißt, wir können ein wenig, was brauchen wir denn? Für Stickies brauchen wir auch, ne? Zwei Stickies und vier. Okay, Stickies haben wir auch noch. Pilz, wir haben Pilz gesammelt, okay. Genau, das Fleisch werde ich nochmal eben auf den Grill schmeißen. Na, nicht die Schaufel, das Fleisch. So, sehr, sehr schön. Wir können tauschen. So, genug zu essen haben wir, genug Stickies. Das heißt, wir bauen jetzt nochmal eben ein Zäunchen. Nein, bauen wir nicht, denn wir brauchen Holz. Jetzt aber. Machen wir mal so. Ja, 21 dürfen erstmal rein. Aber ich werde mich erstmal schlafen legen, denn in der Nacht ist keine gute Idee, weil falls ein Creeper kommt, der reißt uns danach ja alles ein und so. Ja, ja. So, warte mal. Jetzt mal eben schnell schauen. Da ist ein Schaf. Hier war die Höhle, wo wir Stein abgegrast haben. Da ist unsere Brücke. Und die werde ich auch noch mit Fackeln oben umranden. Beziehungsweise ein paar Fackeln da so hinsetzen. Muss ich mal schauen. Erstmal werde ich jetzt hier den Zaun weiterbauen. Damit da keiner runterfällt. So, die kommt jetzt erstmal weg. Die brauchen wir gerade nicht. Und wir werden natürlich auch wieder in die Mine gehen. Also von so an. Also ich weiß nicht, ob wir das in dieser Folge machen. Ich denke schon. Weil ich möchte die ja noch weiter erkunden. Das war's schon? Okay. Weil ich möchte die ja doch ein bisschen weiter erkunden. Die Mine. Und, denn das war ja sehr interessant in der letzten Folge. Das war ja. Holla, die Waldfrucht. So, dann geht man dann hier runter. Treppen könnten wir uns eigentlich auch bauen, ne? Jetzt möchte ich gerne mal schauen. Wie sieht's denn da aus mit Treppen? Können wir uns. Wo bauen wir denn Treppen? Ich habe im Creative weiß ich wegen Treppen, aber hier. Ah! Ja, das ist doch supi. Warte mal. Wie viel kriegen wir denn davon? 4. Okay. Huch, das war falsch. Ich wollte dahin. Dann haben wir jetzt 8 Treppen und schauen wir mal, ob wir die. So, weil das wäre doch ein bisschen angenehmer mit Treppen. Ne? Jetzt komme ich hier nicht mehr rauf, ne? Scheiße. Fuck. Da muss ich doch, ja, aber so geht das schon wesentlich besser. Das heißt, ich muss noch ein paar Treppen mehr bauen. Das kriegen wir hin. Das ist kein Thema. 16 machen wir noch ein bisschen mehr. Wir brauchen ja für unten auch noch 24 Treppen. Das dürfte eigentlich dürfte das reichen. 24. Treppen-Ingo ist wieder unterwegs. Ach nee, das war ja unser Fliesen-Ingo. Falls ihr euch in Sinn könnt an dieses Creative Online, nee, Creative Let's Play, was ich da, wo ich da diese Burg bauen wollte. Da war ja der Fliesen-Ingo unterwegs. Hua! Geh weg! Aua! Haut der mich auch noch? Ih, jetzt habe ich schon wieder dieses verdammt dämliche Dings eingesammelt. Dieses, dämliche Fleisch. Da unten, glaube ich, da war es, da ging es Richtung Mine, ne? Und hier war auch nochmal jede Menge Zeug, aber das ist schon mal super. Huch. Okay. Kohle! Gut, nehmen wir die Steine ruhig mit, ist ja nicht, können wir ja gut gebrauchen. Aber, verdammt.
Hoffe, ich konnte es kein Wasser runter. Ich hoffe nicht. So. Ja, das ist schon mal viel, viel besser. Das ist viel, viel besser und viel, viel angenehmer. So, jetzt werde ich mal eben hier ein wenig die Hallo? Die Fackeln setzen. Lalalalalalala. Die kommt jetzt weg. Die brauchen wir jetzt nicht mehr. Das hat sich jetzt soeben erledigt. So, da kommen wir jetzt natürlich nicht drüber, ne? Da müssen wir das anders machen. Machen wir das mal so. So. So, 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 ja. Ist jetzt nicht so schlimm, dass wir schwimmen gehen. Schwimmen ist gesund. Für viele, die es wissen, die werden es mir jetzt bestätigen, das stimmt. Schwimmen ist wirklich gesund. Vor allem für die Gelenke. Dr. Flexi erzählt. Ja. Da ich das ja sowieso wissen muss, da ich ja sowieso so tierische Rückenprobleme auch habe, aber ich will gar nicht anfangen von Krankheiten, mein Gott, ich will gar nicht anfangen von Krankheiten erzählen oder so eine Kacke. Nee, das geht überhaupt nicht. So, warte mal, zack. Und zack, so. Sehr schön. Also wenn man das nicht wiederfindet, dann, weiß ich auch nicht, keine Ahnung. Ich glaube, es wird für uns Zeit, ja, zurückzureisen. Erstmal in unsere Grundbehausung. Und, das wird jetzt erstmal, ich glaube, das wird erstmal Zeit für uns. Ich hab, gerade Soundprobleme. Alter, dieses dämliche Fleisch, ne, das geht mir so auf den Sender. Das ist unfassbar. Das werde ich jetzt erstmal hier reinschmeißen. Ciao! So. Sand haben wir auch, damit können wir Gläser bauen, ne? War das ja so. Jetzt werde ich erstmal das in die Truhe packen, was wir nicht mitnehmen, was wir hier auch gebrauchen. So, Kohle haben wir bei uns genug. Steine können wir bei uns auch organisieren, das bleibt auch hier. Die Goldbarren und die Eisenbarren, die nehme ich mit. Sand bleibt hier. Golderz können wir auch mitnehmen. Eisenerz sowieso. Die Tür bleibt hier. Der Diamant kommt mit. Diamant-Pferdeausrüstung kommt auch mit, weil da haben wir mehr Platz. Die Schienen kommen mit. Die Werkbank bleibt hier. Die Loren kommen mit. Das Boot kommt mit, weil wir ja hier hingeschwommen sind mit dem Boot. Ich kann mich entsinnen. Lapislazuli bleibt, glaube ich, hier. Ich meine, ja, wir brauchen auf jeden Fall auch Platz für die... Gut, wir haben ja noch ein bisschen Platz, so ist es ja nicht. Die Loren kommen mit, wie gesagt. Schade, dass man die nicht stapeln kann. Die Karte kommt mit, denn wir brauchen ja eine Karte, um uns zu orientieren. Treppen und Holz bleibt alles hier. Das ist alles... Das, ich sortiere das wieder. Ich bin schon wieder so ein Sortierfuchs. Ihr merkt das schon wieder. Es ist, ja. Ich finde es aber schön, mir fällt das jetzt gerade schon wieder auf, weil ich gerade schon wieder so ein bisschen auf die Uhr geguckt habe, wie lange die Aufnahme schon läuft. Es ist faszinierend, wie sehr man sich doch in Minecraft verlieren kann und wie schnell doch hier alles umgeht, die Zeit, wenn man hier einmal zugange ist. So, Fackeln lassen wir auch erstmal hier. Die Pfeile können wir mitnehmen. Die möchte ich auch nochmal mitnehmen. So, die Karte kommt unten rein, um da drauf zu gucken, das Boot auch. Holz nehme ich vorsichtshalber mit, falls wir nochmal ein Boot bauen möchten. Falls uns ein Boot kaputt geht oder so. Ich hatte gelesen gehabt, irgendwas mit Boot in den Kommentaren. Wie war das denn nochmal? Ich muss nochmal eben schnell schauen, ob ich das irgendwie... Boot kann man wieder abbauen. Hätte es nur länger draufhauen müssen und der klassische Modus... Und der klassische Modus, da musste alles selber... in die Werkbank legen. Ach so, okay. Ja. Wie gesagt, ich lese auch Kommentare, ne? Nicht, dass ihr denkt, ich lese keine Kommentare. Ja, erzählt da immer. Der liest gar nicht. So. Jetzt muss ich auf die Karte gucken. Jetzt... Boah, Alter, von wo kam... Warte mal, wir waren... Von da kamen wir, glaube ich. Kann das sein? Sieht zumindest danach aus. Das heißt, wir werden mal in die Richtung wandern. Ja, das werden wir definitiv wiederfinden. Kann man sich eigentlich Kartenmarkierungen platzieren irgendwie, sodass man das irgendwann wiederfindet? Ich weiß das gar nicht. So, ich schau mal eben. Okay, lass uns mal hier lang laufen, nicht durch den Dschungel. Auf dem Weg werde ich natürlich noch ein bisschen was
Vielleicht was mitnehmen. Na du. So. Werden mal außenrum aus dem Dschungel gehen. Ich meine, wir müssen doch normalerweise unser Boot auch wieder finden hier, ne? Schweinefleisch! Entschuldigung. So. Ne, Karte wollte ich gucken, warte. Ja, da ist nämlich ganz viel Wasser. Das kann sein, dass wir jetzt unser Boot wiederfinden. Wenn es noch hier steht. Ich glaube, das muss hier hinter gewesen sein. Warte, so, da ist das Wasser, da ist das Wasser, da ist das Wasser. Wasser, 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 Wasser. Kaltes, klares Wasser, kaltes, klares Wasser, kaltes, klares Wasser. Da ist unser Boot, ja, ja, wir haben unser Boot gefunden. Ja, 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 ja. Und ich glaube, wir müssen in die Richtung. So, einsteigen, einsteigen. Auf geht's. Juhu, yeah, juhu, yippie. So. La 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 la. Oh, hab ich mich jetzt erschrocken, Alter. La 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 la. Ich werde die Musik doch noch mal ein bisschen lauter machen, ist mir noch ein bisschen zu leise. Warte. Ich entschuldige mich dafür. So, 50 dürfte reichen. So, fortsetzen. Schnell mal hier auf die Karte gucken, Moment. Ja, wir schwimmen richtig. Es müsste da hinten irgendwo liegen. Da ist die Pilzplantage. Wir erinnern uns. Habe ich übrigens auch irgendwas in den Kommentaren gelesen, dass man sich da irgendwie Pilzsuppe machen kann von. Aber momentan sind wir ja mit Essen wirklich sehr, sehr gut ausgerüstet. Es wird ja immer mehr. Und mein Gott, was wir alles schon gebaut haben und... Oh, wie oft wir schon den Tod auch von der Schippe gesprungen sind. Und dass wir ja schon so lange jetzt überlebt haben. Also, gut. Auf Holz klopfen, Entschuldigung. Toi, toi, toi. Also ist klar. Es wird Nacht. Mist. Ich bleib so lange auf dem Wasser. Kann mir nichts passieren. La, 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 la. So, jetzt muss ich mal schnell auf die Karte gucken. Ja, müssen irgendwie... Ich frage mich, wie wir da... Hä? Warte mal, ich werde mal hier anhalten. Das Boot kann man mitnehmen, wenn wir lange genug draufhauen. Da müssen wir mal gucken. Ich werde mal hier so langsam, 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 langsam. Wie steige ich nochmal aus? So. Nein! Bleib hier! Alter, bleib hier! Ja, wir haben das Boot mitgenommen. Tatsache. So. Jetzt muss ich mich ein bisschen orientieren mit der Karte. Sieht aus, als würden wir in die richtige Richtung. Da ist ein Creeper. Ciao. In die richtige Richtung laufen. Ich muss ganz schnell mal gucken. Es kann ja eigentlich nur da irgendwo liegen, in dem Bereich unserer Behausung. Und ihr wisst ja, ihr kennt ja meine Orientierung. Die ist ja nicht gerade sehr berauschend. Ich bin heute auch relativ früh wach. Und ich werde heute ein paar Minecraft-Folgen aufnehmen, also ich glaube nicht nur 5 diesmal, sondern vielleicht ein paar mehr so ein bisschen im Voraus aufnehmen, weil ich in der nächsten Zeit sowieso, glaube ich, nicht sehr viel zum Aufnehmen kommen werde. Deswegen werde ich so ein bisschen im Voraus aufnehmen, damit ihr da so ein bisschen auch was zum Gucken habt. Ja, 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 wir haben's, ja, wir haben's, 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 geil, 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 geil. So, und genau, damit ihr so ein bisschen was im Voraus zum Gucken habt und ich mich dann so ein bisschen auch in Ruhe darauf konzentrieren kann, wenn die Folgen vielleicht auslaufen, wenn ich dann vielleicht mal so 2, 3 im Petto habe, dass ich dann gemütlich mal wieder so 3, 4 Folgen vielleicht aufnehmen kann. So, das Erste, was wir jetzt machen, wir gucken uns erstmal hier an. Was ist hier? Lava? Aha. Ist ja interessant. Ah, ja. Da ist Kohle. So, werden wir hier rüber schwimmen. Das Erste, was wir machen, wir werden jetzt erstmal schlafen gehen. Das ist das Erste, was wir machen. Erstmal schön schlafen gehen. Und, ich bin echt überlegen, ob wir unsere Behausung... Hallo? Wieso rennt der? Ach, ich habe Hunger. Scheiße, habe ich gar nicht gesagt. Ich habe gar nicht drauf geachtet. Ich muss unbedingt darauf achten, dass ich, auf meinen Hunger achte immer. Das ist ja, das vergisst man ja immer relativ schnell. Deswegen, da muss ich mal so ein bisschen... mal so ein bisschen drauf achten. Ja, ja, Spinne, geh weg. Ciao. Da ist ein Skelett und ein Creeper. Die sollen abhauen. Ciao. Ah, scheiße. So, jetzt aber. Puh, dann gehen wir jetzt erstmal schlafen. Und ich würde sagen, machen wir jetzt auch eine Folgenpause. Und, sehen wir uns am nächsten Morgen wieder. Also, macht's gut. Ciao.